So. Oh, seht ihr das? 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51. Ne, wir machen ein halbes Geld. Wir machen ein halbes Geld, zwar auf Missionen, die wir noch nicht gemacht haben. Wir machen Werkstatt erstmal. Werkstatt auf halbes Geld, das ist AIDS genug. Aber 80% ist Kohleenergie. Ja gut, da muss man es ändern, ne? Kohlekraft fällt runter und dann wird auch mehr in die Erneuerbaren gesteckt. Flappy Junior, herzlich willkommen. Na dann, let's go. Was hast du denn für schöne Affennamen? Oliver Queen, er kommt zurück. Rasierklinge zu kalt. Snipes. Obut zu high. Heli Schropter zu OP. OP. Karate Kid. Gucci Boy Miraculix. Brauche Geld und Overclocked. Was? Overclocked? Overclocker. Overclocker. Sehr interessante Namen auf jeden Fall. Ihr habt immer sehr interessante Namen. Hatte dich ein Zuschauer mal erkannt an deiner Stimme? Nee. Bisher nicht. Oder zumindest kam bisher keiner auf mich zu. Aber wenn man Kohle verbrennen muss, um Strom zu bekommen, bringt es auch nichts. Na, wie gesagt, langsam Kohlekraftwerke runter. Und nicht erst 2040 oder so, wie lange das Kohleausstiegsgesetz da gilt, sondern in den nächsten 5 Jahren. Und da müssen wir uns vielleicht mal ein bisschen auf Schwankungen einlassen. Ja, dann ist es halt so. Da haben wir halt nicht immer durchgehend Strom. Dann ist das halt mal so, weißt du? Damit muss ich die Menschheit abfinden, aber dafür zerstören wir den Planeten nicht. Produktion ist meist schädlicher als kein Elektrofahren. Produktion als kein Elektrofahren. Ja, wie gesagt, die Produktion ist halt das Problem, ja. Der Akti mag Katze süß sauer. Nee, nee, boah, das ist so. Ich habe noch nie Katze gegessen. Will ich auch nie machen. Würde ich nie tun. Ich habe damals mal in der Schule. Ich erinnere mich noch, das war ein sehr. Machst du eigentlich mit oder hast du keinen Bock? Muss ja wahrscheinlich Helden setzen. Habe ich mal die Bravo gelesen. Also nicht wegen den Nacken der Bildern. Sondern weil dort ein Artikel drin war. Über China. Dass die einfach die Katzen bei lebendigem Leib häuten und dann ein heißes, ein kochendes Wasser reinstecken. Und die haben dann echt einen Bericht drüber gebracht. Das war so ekelhaft gewesen. Boah, das war so krass gewesen. Boah. Der Bindestrich. Der was? Der Bindestrich. Vehicle Counter. Wenn ich mich nicht irre, will Deutschland doch ein neues Kohlekraftwerk öffnen. Das ist so behindert. Deutschland sollte auf Atomkraftwerk sein. Atomkraft ist sicherlich auch nicht besser. Und da war es das Problem mit dem Atommüll. Wo du, glaube ich, immer noch. Haben die irgendwie inzwischen mal ein Endlager gefunden? Oh. Atommüll, Endlager, Deutschland. Anzeige. Siehst du, wie viel Werbung hier ist? Anzeige, 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 Anzeige. Wo gibt es nochmal einen ordentlichen Artikel? Die hatten doch immer mal Probleme gehabt, oder? Irgendwo hatten immer Probleme gehabt, das zu finden. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland war. Nuklearenergieförder. Ja, es hat. Wir wollten natürlich kein zweites Tschernobyl, ne? Das ist richtig. Es ist schon nachvollziehbar, warum keine Atomenergie möchte. Aber irgendein Tod müssen wir sterben, wa? Hast du schon ein Schwarzrad beim Mitzaf? Nee, noch lange nicht, Martin. Deutschland will bis 2021 alle Atomkraftwerke weg haben. Ja gut, aber Deutschland hat keine Atomkraftwerke mehr, oder? Ich glaube, in Frankreich haben wir, glaube ich, noch welche, aber in Deutschland gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, keine mehr. Dumm, dass die Atomkraftwerke abschalten wollen. Atomkraft ist einfach viel sauberer als Kohlekraft, aber gefährlicher. Deutlich gefährlicher. Wenn so ein Kohlekraftwerk explodiert, passiert nichts. Oder nicht viel. Wenn so ein Atomkraftwerk explodiert, dann hast du einfach mal halb Deutschland verseucht. Weißt du? Auch nicht geil. Aber wie gesagt, irgendein Tod muss man sterben. Du hattest vor ein paar Monaten im Stream erwähnt, dass dein Vermieter irgendwas dagegen hat, dass du Solarpanels bei dir aufhängst. Wie ist die Sachlage jetzt immer noch? Der wird sich auch nie ändern. Also ich denke nicht, dass er sich jemals ändern wird. Also es hat weder was mit, es hat wahrscheinlich nichts mit dem Vermieter zu tun, sondern einfach, er hat einfach keinen Bock darauf, weißt du? Er hat einfach keinen Bock auf Sonderregeln.
Was wollen wir machen, um mitzuspielen? Ich poste den Code in den Chat und dann kannst du den kopieren und schnell genug reinjoinen und versuchen, dass du drin bist. Ich glaube, wir sind so sehr oft an Darkies an der Mülltonne vorbeigelaufen. Das ist möglich auf jeden Fall, ja. In China gibt es doch ein Fest, wo ein paar tausend Hunde getötet und gegessen wird. Das ist so widerlich. Will ich gar nicht drüber nachdenken. Psst. Psst. Machen wir nicht. Reden wir nicht drüber. So, ich werde da mal einen Ninja-Affen hier hinsetzen. Der braucht ein bisschen, muss ein bisschen Damage machen. Okay, Atommüll bist ein Problem, aber sonst ist Atomkraft viel sauberer. Ja, das mag sein. Aber das ist das größte Problem daran. Die Leute haben Angst davor, alle verstrahlt zu werden, was nachvollziehbar ist. So ein bisschen nachvollziehbar ist es schon. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Boomerang-Affen mit einem Moabdruck. Ich meinte auch die Fusionsenergie. Gibt es einen Unterschied zwischen Atom- und Fusionsenergie? Ne, das ist glaube ich das gleiche. Können wir das doch hin? Weiß gar nicht genau. In Deutschland gibt es noch Simon, die sind auch schon aus. Ja, ich wollte schon sagen. Die sind doch aus, die sind doch gar nicht mehr im Betrieb. Offiziell. Die Atomkraftwerke sind nur einmal wegen einem Test und das zweimal wegen einem Tsunami. Und wenn ein anderes Kraftwerk explodiert, dann ist es trotzdem schlimmer, weil Atomkraft halt schlimmer. Sag ich ja. Habe ich schon gesagt, dass ich Etienne Kacke finde? Ich bin froh, dass ich im Stream bin, weil sonst schaffe ich es nie. Ja, freut mich, Martin. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ich kenne mich auch nicht aus. Müssen wir hoffen, dass es Leute gibt, die sich wirklich auskennen. 2300 Gold noch in zwei Runden. Ich glaube, das schaffen wir nicht, oder? Fusionsreaktoren gibt es noch nicht, also noch nicht fertig. Aber Fusionsreaktoren sind halt sauber. Das war's. Sauber und geben viel Energie ab. Nachteil nix. Und was ist, wenn sie explodieren? Wenn... Das ist doch genau das gleiche, das ist doch auch Atommüll, oder nicht? Ah nee, Fusionsreaktor, nee, stopp, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich habe das, glaube ich... Ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwo gelesen. Das ist aber... Brauchst du nicht einen riesigen... Ah, wie heißt denn das Ding? Hilf mir auf die Sprünge, bitte. Die, ich glaube, die verschnellern die Atome so lange, bis sie irgendwie aufeinandertreffen und das gibt extrem viel Energie, aber irgendwie kann man mit der Energie auch nicht viel machen und das ist unglaublich aufwendig. Hm. Ja, ist schon schwierig, muss man sagen. Ist schon wirklich schwierig. Achso, ich wollte die umbenennen. Das ist, glaube ich, für die Runde. Was ist für den Stream? Den Stream aktualisieren wir danach, okay? Nach jeder Runde aktualisieren wir dann, packen wir es von links auf rechts. Umbenennen noch Stream. Könnte man das mit dem Losverfahren, um mitzuspielen? Vielleicht fair, dass es manche Leute wie mich gibt, die nicht so schnell sind. Nee, das geht leider nicht, Bart. Weil da bräuchte ich über 5 Minuten, um eine Mission starten zu können. Das ist wieder zu stressig für mich. Habe ich keinen Bock drauf. Muss ich leider so sagen. Kennst du Krokodil? Ne, kenne ich nicht. Weiter versuchen wir leichte Elemente wie zum Beispiel Wasserstoff zu schweren Elementen fusioniert. Mhm. Mann, Bruder, entspann dich doch mal, Junge! Hör mal auf, schnell zu machen! Relax mal ein bisschen! Chill mal deine Basis! Da muss da viel Druck abgeben, aber... Denen, die explodieren, ist es halt, glaube ich, nur eine Explosion. Da glaube ich, wenn es explodiert, der Vorgang einfach sofort aufhört. Hm, aber das ist wahrscheinlich, da muss die Forschung wahrscheinlich dran, oder? Aber die Forschung kommt auch nur schneller voran. Sieh Corona-Impfstoff. Wenn der Druck da ist, schalte die bescheuerten Kohlekraftwerke ab und ganz Deutschland ist meinetwegen erstmal schwarz. Dann ist es so. Aber dann hast du wenigstens Ressourcen und wirklich die Notwendigkeit, in diese Technik zu investieren. Weißt du? Fände ich schon gut. Mach's mal Blundito, würde ich sagen.
Ich glaube, ich gehe mal raus und muss mal rein, Paul. Bis zum nächsten Mal. Die Fusion ist dann heißer als die Sonne. Nice. Wenn Fusionsreaktor explodieren, wird es einmal für ein paar Sekunden heiß. Das ist aber nur im Radius von höchstens ein paar Metern. Ah, okay, nice. Bei der Zerstörung eines Fusions wird das Plasma sich abkühlen und auflösen, also sind sie fast komplett sicher. Auch nice. Klingt doch schon mal gut. Und bei Fehlern kühlt sich das sehr schnell wieder ab, deshalb ist es nicht so gefährlich. Hast du irgendwelche Hassaffen? Ja, Bombe, Klebstoff und Eisaffe. Nutze ich nicht so oft. So, gleich müsste wahrscheinlich wieder ein... Ah, das war mein Fehler gewesen. Man nervt, dass ich so weit runter scrollen muss. Ich muss das, glaube ich, gleich mal ein bisschen umswitchen. Einmal brauche ich noch für Nagelbälle. Das ist irgendwie nicht so. Naja, hübsch. Schauen wir mal. Wer ist einmal der beste Held gegen Zeppeline? Benjamin, weil er dafür sorgt, dass da keine Ableger rauskommen. Mir geht's gut, Laurin und dir. Dann können wir deinen Stream und nicht gucken. Ja, dann kann ich auch nicht streamen, ne? Ist doof. Passiert. Einmal einen guten Schaden. Und immer verlangsamt die auch. Ich weiß gar nicht, wer genau. Achso, das Totem von ihm, ne? Wo muss er? Hier, da ist ein Totem. Das hat aber eine ganz schön hohe Range. Wie findest du die neue Odyssee? Also, dass es eine Runde alle Runden beinhaltet. Ich finde die mega lustig. Ich finde es total bescheuert. Ich habe mich erst gefreut, dass Ninja Kiwi gerafft hat, dass die Zeit von uns Spielern vielleicht zu wertvoll ist. Um da 400 Runden zu spielen in einer schweren Odyssee und das jede Woche. Aber sie haben es leider nicht gerafft. Ich hatte gedacht, es ist wirklich nur eine Runde, wo man ein bisschen kniffliger rangehen muss. Aber nein, stattdessen sind alle in einer Runde. Geilo. Und wenn das Spiel crasht, musst du komplett von vorne anfangen. Yay, noch geilerer. Brauchen noch einen neuen Bumerang, glaube ich. Kernfusion ist die Zukunft. Das ist wahrscheinlich das, die Fusionsenergie, ne? Naja, es kann sein, dass es die Zukunft ist, aber da, bis dahin muss man noch viel Geld investieren. Ich finde, zudem kann man aus einem Glas Wasser die Energie eines Fass Öl gewinnen. Ja. Wäre bestimmt nice. Die dürfen sich auf jeden Fall nicht weiter bewegen, die Moabs. Es ist wichtig, dass wir. Dass wir die ganz locken da hinten. Genau, wunderbar. Da haben wir sie gelockt. China hat es geschafft, einen Fusionsreaktor zu bauen, der 6-mal heißer als die Sonne ist, glaube, aber der ist noch zu teuer, als dass er für die Energiegewinnung genutzt werden kann. Wie kann etwas 6-mal teurer als die Sonne werden? Wie misst man das? Das verstehe ich nicht. Ich meine, wenn die Sonne... Die Sonne, die schmilzt doch alles. Es gibt doch... Gibt es überhaupt ein Material auf der Welt... In unserer Welt, die Temperaturen der Sonne überstehen kann? Ich glaube nicht, oder? Das gibt's doch gar nicht. Da verstehe ich gar nicht, wie man herausfinden kann, dass es 6-mal heißer als die Sonne ist, was einfach schon unglaublich heiß ist. Nicht nachvollziehbar für mich. Aber ich finde das eh ziemlich krass. Wegen dieser einen Runde mit euch, die leveln die Helden gar nicht und Bananentaschen geben kein Geld, ja. Ich glaube, wir brauchen eher mehr Verteidigung. Wenn man verliert, beginnt man von vorne und man hat dann extrem viel Geld. Ich finde das nicht nice. Von Ninja Kiwi. Nicht nice oder echt nice? Relativ witzig eigentlich das Einkommen von Benjamin mit den Bloons, die nicht erscheinen durch den Trojaner. Dann macht man mit dem Plus. Man macht mit dem Plus. Macht man genug Geld. Gerade später, wenn man das Skimming hat, wo man für jeden Bloon einen Dollar bekommt, ist das okay. Das ist ein Korb. Korb ist langweilig. Wie ich einfach mal wieder so viel Geld raushauen muss für diese bescheuerten Continues, ey. Was ist das denn hier eigentlich? Warum hast du denn den gebaut? Warum baust du denn den Karate-Kit nicht aus? Warum ist der denn scheiße? Hast du den denn hingebaut? Warum ist der denn kacke? Das ist alles so nix Ganzes, weißt du? Nix, nix. Und das ist auch totaler Unsinn, weil der kann kaum angreifen. Ja, und jetzt wartest du, bis ich alles mache, oder was? Das ist kein Ding. Ich spare hier noch, oder ich baue hier noch 100 Mal Continue und kein Ding. Geil. Rudisian, nochmal im Nachhinein. Ja, der auch, Bart. Ich esse gerade Sandwich ohne Brot. Also nur Belag, ja.
Ist geil. Die Frage ist, ob bei der Sonne im Kern oder Oberfläche. Ah, okay, hast auch wieder recht. Oberfläche wird nicht so heiß sein wie der Kern. Benjamin Plantagen sind bei der neuen Odyssey halt nutzlos. Das ist korrekt. Das Plasma wird mit Magneten mit den Supraleitern, welchem mit flüssigem Stickstoff oder Helium gekühlt werden, festgehalten. Ja, schon cool, oder? Also ja, wird sicherlich noch weiter dauern, bis die Technik marktreif ist. Komm, mach mal, ist kein Ding. Ich mach das nächste wieder. Jetzt habe ich schon 4 Continues gekauft. Sind wir bei 1200 Dollar minus und kommen zum nächsten. Let's go, hau mal rein hier. Yay, geilo. Hier kriegst du ein bisschen Geld von mir. Na, Logo, komm, hau drin hier. Ich hab ja Geld zu verschenken. Daki, er spielt das hier für alle anderen hier. Ist kein Ding. Ich bin der Krösus. Ich hab meinen Fisch schon mal trinken geholfen. Wie kann dein Fisch ertrinken? Ach, so beginnt ein gutes Jahr, noch frohes Neues, alle. Ne? Wünsche ich dir auch mit. Ich finde auch, dass so ein ganz tolles neues Jahr beginnt, in dem ich einfach mal 2000 Dollar verschwenden muss. Bam. Easy. Hallo. Tagchen, Rage Nick. Geht ab. Schön ins neue Jahr reingekommen. Dark der Sugar Digging. Ja, Runde 63 sind wie eklig. Wenn wir es voll, wenn wir beides aktivieren müssen, wa? Ich muss mich beschweren, warum so früh hab dich lieb. Oh, bist du süß. Hab dich auch lieb. Was soll man dazu sagen? Bau doch den Ninja, den Sniper aus. Was bringt der Knopf oben? Der oben verlangsamt die Balloons, der unten erweitert die Strecke. Und das werden wir beides nutzen müssen. Ups. Nein, 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 nein. Um diese Runde zu überstehen. Die Kernfusion ist eine Kernreaktion. Hat bei der 2 Atomkerne zu einem neuen Kern verschmelzen. Die Kernfusion ist Ursache dafür, dass die Sonne und alle leuchtenden Sterne Energie abstrahlen. Nice. So, wo bleibt die nächste Keramik Wave? Ich hasse Runde 63. Voll räudig. Ah, habe ich nie kapiert. Ja, Scanning, ne? Steht ja hier. Streckenverlangsamung oder so heißt das. Oder keine Ahnung, wie das hieß. Auf jeden Fall sind alle Blooms langsamer. Und man hat ein bisschen mehr Zeit. Warum hast du eigentlich Großkaliber? Warum hast du nicht den unteren Zweig? Hm, okay. Ein Süßwasserfisch um Salzwasser kann verdorren, das ist korrekt. 2021 wird das Jahr des Klimas und der Weiterentwicklung, ich hoffe es. Also man sieht ja, man hat innerhalb eines Jahres einen Wirkstoff gegen einen Seher oder gegen ein Virus entwickelt, weil einfach das Geld auch da war. Ja. Am 33. Januar ging ich mit meinem Fisch spazieren, weil er sonst meine Katze frisst. Nice. Die Sonne hat 5500 Grad und im Kern sind 150.000 Grad. Ich denke mal, China wird den äußeren Kern genommen, oder? Also, draußen. Weil ich glaube nicht, dass wir 900, dass das ein Material gibt, was 900.000 Grad aushält. Wir alle haben Darky lieb. Ich hab euch aber nicht lieb. Ihr seid so gemein zu mir. Ihr bezahlt niemals. Oder wenig. Man hat herausgefunden, na, find doch wieder rein. Es kann nicht sein, dass du herausgefunden hast, dass die 204 Skill besser als bis beim Moment 024. Vielleicht wegen dem Schaden, ne? Möglich.
Aber bisher, ich bin mit 024, bin ich zufrieden. Ich nutze es so selten. Das ist okay. Bau doch dann. Warum spendest du mir den Geld, wenn du noch einen AK-Nagel hast, den du aufrüsten kannst, du Dulli? Hä? Die ersten 14 Stunden vom neuen Jahr, Ducky regt sich direkt aufgelöscht. Aber ich rede mich natürlich gar nicht auf. Wenn ich mich aufrege, dann sieht das ganz anders aus. Warum hast du denn. Wo gibst du denn das Geld aus? Du hast AK-Nägel zum Bau, mein Freund. Mann, nee. Der Supermod ist zurück. Wo? Ich sehe halbe Welt gar nicht. Die innere Sonne, das Innere der Sonne wurde getoppt. Ja, aber nicht um 6-fach, Alter. 100, Alter, 150.000 Grad. Stell dir das mal vor. Selbst bei 40 Grad sind wir Menschen am Arsch. Weißt du? Die Leute beschweren sich bei 40 Grad oder 50 Grad. Das ist einfach mal das 3000-fache davon. Und dann hast du das noch übertoppt. Das ist für mich schwer vorstellbar. Sag ja, ist ein Mimimi. Ey, wir haben es ja nur 6-mal verloren in der Runde. 4 Continues davon habe ich bezahlt. Und R2. Ist okay. Nee, man kann mehr treffen, also mehr zurückdrücken. Darum geht es tatsächlich auch gar nicht. Bei mir ist es wichtig, dass ich den Moab zurückhalte. Und das kann ich öfters, wenn ich öfter schieße. Das ist für mich nur wichtig. So. Na, immerhin. Ich werde auch noch einen Magier hinbauen. Ups. Du freulich. Ups. Warum habe ich das Teil nicht aktiviert, ich Mongo? Du meinst 1, nee, du meinst 15 Millionen Grad. Ja, genau. 90 Millionen Grad. Easy going. 90 Millionen Grad. Kennst du das Spiel Subnautica? Wenn ja, findest du es. Ich habe schon mal angespielt, ja. Kannst du, glaube ich, irgendwie angespielt finden. Bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Gott, ich hasse dieses Spiel einfach nur. Ich hasse es! Wusstest du, dass es mehr Flugzeuge im Meer sind als U-Boote in der Luft? Der war gut. Der war gut. Hat mir gefallen. Kann ich mitspielen? Ja, jeder darf grundsätzlich mitspielen. Ich poste den Code und dann musst du schnell genug sein, ihn einzutippen. Darf man links in den Stream-Chat reinschicken? Was? Darf man links? Achso, links. Nein. Außer es ist irgendwas, was zur Diskussion beiträgt. Aber das Plasma kommt mir nicht zum Mund. Das ist gut. Dark ist nett. Werde ich Mod? Nein. Wie hast du so viele Trophäen bekommen? Trophäen? Einfach gespielt. Race und Odyssey. Oh, fast hätte ich losgelassen. Aber nur fast. Nur ganz, ganz knapp. Und was du vorhin meintest, ist ein Teilchen. Ah, danke, der Teilchenbeständiger. Ich kam nicht drauf. Ja, da wird irgendwie auch fusioniert, wa? Irgendwie wollen die. Was wollen die da machen? Ein schwarzes Loch erstellen oder so? Und das Problem vom schwarzen Loch ist, dass er die ganze Erde verschlucken könnte. Das ist ja wie scheiße, ne? Was ist dein Mod? Ein Mod ist ein Moderator, der den Chat sauber halten kann, der Leute timeouten kann. Der kann sie sperren, der kann die Nachrichten löschen. Und so weiter und so fort. Teilchen Vadim. Darf man eigene Codes posten? Nee, dann nehmen wir mal den Discord dafür nutzen. Hab gerade mal was recherchiert, es wurden angeblich schon 5,5 Billionen Grad. Ach komm, das ist doch wieder rein hypothetisch. Das ist doch nicht echt. Aller 5,5 Billionen Grad, Mann. Es gibt kein Material, was das aushält auf unserer Welt. Never. Das würde alles verdampfen. Du bist cool, krieg ich Mod-Kappa? Na gut, dass du Kappa geschrieben hast, sonst hätte ich es jetzt echt gegeben. Aber du hast so nett gefragt. Aber da du ja Kappa geschrieben hast, dann lieber doch nicht. Ist okay, wenn du es nicht möchtest. Weil es ist eine ziemlich hohe Verantwortung. Die will ich dir jetzt eher aufbürden. 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 Doch, Bürden heißt es. Eine Bürde.
Wenn du möchtest, kannst du Fusionsreaktor in China mal googeln. Du findest einfach voll viele Artikel, die davon handeln. Ja, glaube ich das tatsächlich. Passt schon. Wir machen mal ein bisschen langsamer, würde ich sagen. Oh, ich habe kein Geld mehr. Ach, da. Nee, immer noch nicht. Bam, langsamer. Wir haben es geschafft. 7 Continues. Und Flappy Junior und ich haben gewonnen. Sehr schön. Es freut mich, mit dir gespielt zu haben. Sehr hat es mich gefreut. Damit haben wir eine halbe Geldmission mehr. 5 brauchen wir nur noch. 5!